Hallo allerseits. Nachdem ich mehrere E-Mails und Kommentare bekommen habe, wonach ihr euch ein Video auf Deutsch wünscht, musste ich diesem Wunsch nachkommen, denn mir sind natürlich auch die deutschen Zuschauer sehr wichtig. Ich mache meine Videos auf Englisch, weil ich einfach mehr Menschen auf der ganzen Welt erreichen will. Da die meisten in Deutschland sowieso ein bisschen Englisch verstehen, dachte ich, dass es eben ganz gut wäre, es so zu machen. Natürlich spricht nicht jeder Englisch und diese Leute fühlen sich dann natürlich ausgeschlossen und das tut mir leid. Deswegen will ich mindestens ein Video jetzt mal auf Deutsch machen. Ich hoffe, ich werde in der Lage sein, euch nette, schöne Funde zu präsentieren. Ich bin hier auf einer neuen Erlaubnis sozusagen. Ich habe mir eben die Erlaubnis eingeholt, hier suchen zu dürfen. Es ist innerhalb meines Gebietes, wo ich suchen darf. Und ein sehr netter Metzger, dem dieses Feld hier gehört. Und es liegt direkt in einem kleinen Fluss. Und da dieses Gebiet hier über Jahrtausende Siedlungsgebiet war, dachte ich mir, eine schöne ebene Fläche hier und ein Fluss in der Nähe. Wer weiß, was hier sich in der Vergangenheit zugetragen hat. So, dann wollen wir mal sehen, was hier so aus dem Boden kommt. Also wünscht mir Glück und ich melde mich, wenn ich meinen ersten Fund habe. Ja, das ist der erste Schwenk, den ich mit meinem Detektor hier mache. Und gleich ein gutes Signal. Mal sehen, was es ist. Es ist draußen. Ja, schön. Das ist doch ein guter Anfang. Und zwar ist es ein Knopf. Kein sehr alter. Ist so ein, so ein hohler Knopf und hinten, glaube ich, ist sogar auch Eisen mit verarbeitet. Ist ziemlich rostig. Aber mal gucken, ob ich da noch irgendwas. Ja, da kommt doch so ein bisschen Glanz hervor sogar. Also der wird, glaube ich, ganz schön sein, wenn ich den sauber gemacht habe. Ich habe hier was echt Komisches gefunden. Hat mir natürlich im ersten Moment einen Schreck eingejagt, weil es sehr schön golden glänzt. Aber es kann kein Gold sein. Ich weiß es nicht. Also es ist zu leicht. Selbst ein kleines Teil wie dieses aus Gold wäre merklich schwer. Würde ich jetzt schon sagen. Andererseits ja, lag es recht tief in der Erde und hat auch keine Spuren von irgendeiner Patina. Also ich weiß es nicht. Ich muss mal untersuchen, was es sein könnte später.
Ja, das muss an der Oberfläche sein. Ja, also ich denke mal, da ich hier sehr viel Alufolie finde im Moment, wird das auch ein Stück Alufolie sein oder sowas. Vielleicht ein Flaschendeckel oder sowas. Ja. Ist natürlich fies, wenn die Funde hier in dieser im Wurzelwerk sind. Es ist sehr mühsam, das zu finden. Da hilft auch kein Pinpointer, denn man muss es ohnehin rauspulen. Oh, furchtbar, aber hier ist es, ist mir runtergefallen und es ist ein Aluminium Vogelring. Ja. Es gibt Seiten im Internet, wo man rausfinden kann, was für ein Vogel es war und wer ihn beringt hat und solche Sachen. Ich finde unfassbar viel Schrott hier auf dem Feld, hauptsächlich so Aluminium, Sprudeldeckel und furchtbare Sachen. Jetzt habe ich mal ein ganz schwaches Signal gehabt, was ziemlich tief im Boden war. Und es ist das erste Zeichen von Aktivität aus früheren Jahrhunderten. Ja, ich bin sehr froh über diesen Knopf hier. Und ich werde jetzt nur noch die schwachen Signale graben. Die Signale, die mich anspringen, die sind einfach nur Schrott. Ich muss jetzt hart bleiben. Sonst wird das nichts mehr heute hier. Ja, Leute, ich kann hier ruhigen Gewissens abbrechen. Natürlich habe ich das Feld nicht komplett absuchen können in der kurzen Zeit, aber ich habe Stichproben gemacht und es ist einfach so, man findet hier Flaschendeckel in 20, 25 cm Tiefe, Aluminiumschrott. Der Boden ist sehr feucht, also nach 20 cm kommt man schon auf Wasser. Das heißt, wenn hier überhaupt mal irgendwas war, dann sind diese Funde so tief gerutscht, dass sie mit dem Detektor nicht mehr auffindbar sind. Und wie gesagt, es ist einfach zu viel Schrott. Und ich denke auch, dass dieser Bach hier oft über die Ufer tritt und der Boden einfach mit Lös angereichert ist. Also ausgeschlossen hier schöne alte Dinge zu finden, sei denn man hat Glück. Ich werde mir eine andere Stelle suchen, wo dieses Video dann fortgesetzt wird. Ich hoffe, trotz der schwachen Ausbeute, dass euch der erste Teil des Videos gefallen hat. Und bis zum zweiten wünsche ich euch gut Fund und gut Glück. Und bis zum zweiten Teil des Videos. Tschüss! Hallo zusammen, willkommen zum zweiten Teil meines Videos. Ich habe jetzt das Gebiet geändert und bin auf einer meiner älteren Genehmigungen hier. Ich bin auf einem Stück Koppel, das ich noch nicht absuchen konnte. Und ich bin auch an einem geschichtsträchtigen Ort hier, kann euch leider nicht viel von der Umgebung zeigen, aber glaubt mir, sehr viel Geschichte. Weit in die Vergangenheit zurückreichend, altes Gemäuer, also recht vielversprechend. Ich hoffe, dass die Funde dementsprechend sind. Also, los geht's, mal sehen, was ich hier finden kann. Schönes Signal hier.
Das, was ihr im Hintergrund hört, das sind Raben und Kolkraben. Ich bin sehr froh, dass die wieder häufiger vorkommen, weil die waren mal ziemlich vom Aussterben bedroht hier in Deutschland. Und das ist eine große Familie hier, die in diesem Bereich lebt. So, jetzt habe ich den Fund in der Hand. Das ist irgendwie aus Aluminium. Ach ja, ich glaube, das ist das ist so eine Befestigung für Verbände. Hier seht ihr diese umgeknickten Spitzen. Damit kann man Verbände fixieren. Wie süß, guckt euch das mal an. Das ist ein Fingerhut, aber ich habe noch nie so einen kleinen Fingerhut gefunden. Jetzt ist die Frage, ob ist die auch für Kinder gab, weil da kriegt man, also ich würde da nicht mal meinen kleinen Finger reinkriegen. Der ist wirklich extrem klein. Ja, wie gesagt, ich habe noch nie einen so kleinen Fingerhut gefunden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eher wieder an Aluminium oder irgendwas. Und jetzt kommt hier sowas raus. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob es eine Münze ist oder doch ein Knopf. Also auf dieser Seite erkenne ich nichts, was an eine Öse erinnern will. Auf dieser Seite auch nicht. Tatsächlich eine Münze. Leider schon sehr abgegriffen. Aber vielleicht, vielleicht kann ich zu Hause noch irgendwie was rausholen. Wäre toll. Ist auf jeden Fall eine alte Münze. Wunderbar. So kann es weitergehen, bitte. Ich dachte erst, ich hätte einfach nur Schrott gefunden und dann habe ich es ein bisschen sauber gemacht und es hat sich herausgestellt, dass es was recht Schönes ist. Ein Fragment, reich verziert, wie man sieht. Und keine Ahnung, dieses Design hier, dieses Muschelartige, das, erinnert so ein bisschen an Barock, aber ich kann mich auch irren. Zum Metall kann ich keine Auskunft geben. Es ist schwer, könnte Blei sein, aber es fühlt sich dafür eigentlich ein bisschen zu fest an. Ich weiß es nicht. Ja, aber ein schöner Fund. Ich versuche es nochmal hier. Tief. Erstmal rette ich die Regenwürmer. Es tut mir immer leid, wenn ich die hier störe. Hier.
Was für ein unspektakulärer Fund. So ein Lochblech aus Aluminium. Nicht zu fassen, was man so alles auf den Feldern findet. Hier ist von einem Ablauf. Das kann doch nicht sein. Wie kommt sowas aufs Feld? So, eben kam noch mal ein schöner alter Knopf. Keine Verzierung oder ähnliches drauf. Ganz schlichter Knopf, aber alt. Das erkennt man an der Öse hier. Ja. Schöner Moment hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da steckt entweder eine Münze oder ein Knopf drin. Ich glaube aber, es ist ein Knopf, weil es ist ziemlich scharf am Rand. Aber wer weiß, mal gucken. Huch. Ja, ist ein Knopf. Hier kann man noch, ja, den Rest der Öse erkennen. Ja, das war's für heute. Ich bin nicht ganz zufrieden, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich hatte gehofft, euch ein paar mehr Funde präsentieren zu können. Ja, kann man nichts machen. Das Video geht weiter an anderer Stelle und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Guten Morgen, willkommen zum dritten Teil. Ich will gar nicht lang rumpalavern, ich fange jetzt sofort an und hoffe, dass ich euch schöne Funde heute präsentieren kann. Endlich. Ich habe was Tolles gefunden. Guckt mal hier, das ist ein Fingerhut. Und das Tolle an dem ist, dass es ein sehr alter ist. Denn so jetzt rein vom Gewicht her, natürlich ist da jetzt noch Erde drin. Aber guckt mal, wie gut der erhalten ist. Der ist nicht gequetscht und gar nichts. Ich sag eigentlich immer, dass man hier das Erdreich nicht rausholen sollte. Aber ich mach's jetzt mal doch, weil der nicht so filigran ist wie die anderen, wo die Erde dann eben so als Stabilisator für den Transport geeignet ist. Ich will jetzt einfach mal sehen. Ja, guckt mal, wie dick. Das ist ein gegossener, Fingerhut. Der könnte echt alt sein. Oh, ich bin so froh über diesen Fund. Toll. Was für ein Signal, ich sag euch. Ich habe echt gedacht, dass es was Größeres ist. Aber es ist eine deutsche Mark. Ja, das Datum kann ich nicht sehen. Vielleicht dann in der Nahaufnahme. Mein nächster Fund ist so eine Art Unterlegscheibe aus Blei, also auch älteren Datums.
Keine Ahnung, für was die mal benutzt wurde. Ja, wie sollte es auch anders sein? Aluminium. Ich habe so viel Aluminium gefunden, das glaubt ihr gar nicht. Wenn ich das zum Schrotti bringe, dann sinkt der Aluminiumpreis. Leute, super, darauf warte ich schon 3 Tage lang. Das muss eine Silbermünze sein. Ja, super, super. Oh, toll. Ja, hier ist ein Porträt drauf, ein Profil. Und hier ist ein Riss oder so ein Bruch. Der geht sogar durch hier auch. Oh je, da muss ich vorsichtig sein. Hier ist ein, scheint das Datum zu sein. Ich kann nur noch 40 erkennen. Ich würde jetzt mal sagen, hier ist auch so ein Wappen, also vom Aussehen müsste das 1740 sein vielleicht. Das sieht auch sehr barock aus, jetzt so die Büste oder dieses Profil. Ich würde jetzt mal von 18. Jahrhundert ausgehen, aber wer weiß. Ich kann da jetzt noch gar nichts drauf lesen. Also hier steht Bad und Aha, also viele Abkürzungen, muss ich mal gucken, ob ich da was rausfinde, aber ja, das ist ein toller Fund, ich bin sehr, sehr froh darüber. Hier in diesem Erdklumpen steckt was drin. Ich denke, es ist ein Zinnknopf, aber wir werden mal sehen. Ja, typisch. Arsen, Bronze. Hier haben wir was sehr Interessantes. Sehr interessant. Es sieht sehr alt aus, finde ich. Die Patina, das Material, Bronze ist das. Und es ist sehr schwer. Es ist einfach so irgendwie antike Machart. Aber was ist es bloß? Ich meine, könnte es der Kopf von einer Gewandnadel sein, die hier abgebrochen ist? Das wäre wirklich sensationell, weil sowas habe ich noch nie gefunden. Das wäre meine erste. Keine Ahnung. Wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, was das sein könnte, dann bitte schreibt einen Kommentar. Ich wäre euch sehr dankbar. So, hier ist die Fundzusammenfassung von 3 Tagen. Es ist nicht viel, aber ich denke mal, die Objekte sind schon sehr schön.
habe mich über einige riesig gefreut, zum Beispiel über diesen gegossenen Fingerhut, der heute kam. Den schätze ich sehr alt ein. Hier ein sehr kleiner Fingerhut. Dieses Objekt ist sehr interessant, Bronze. Ich dachte an eine Gewandnadel vielleicht, das wäre sensationell. Hier ein verziertes Stück Blei, eine Blei-Unterlegscheibe würde ich sagen. Dieses Teil hier ist kein Gold, ich würde mal sagen, das ist so ein Ziermittelstück von Füller oder von Kugelschreiber, keine Ahnung. Hier ist eine deutsche Mark, eine Kupfermünze und eine Silbermünze, über die ich mich auch sehr gefreut habe heute. Dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Müll gefunden. Die ganze Tüte ist voller Schrott. Wahnsinn. Hier so Flaschendeckel und das übliche Zeug, das ihr sicherlich auch kennt. Ja Leute, ich gehe jetzt nach Hause. Es waren 3 lange Tage. Ich habe hart gekämpft, euch ein paar nette Funde präsentieren zu können. Heute zum Glück bin ich in einem Areal gewesen, wo sich ein bisschen Geschichte abgespielt hat. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Funden, die heute kamen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe auch, dass ihr meinem Kanal treu bleibt, auch wenn es jetzt wieder in Englisch weitergeht. Ich wünsche euch für eure Projekte viel Glück und gut Fund. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.